Du hast eine Geschäftsidee und stehst nun vor der Herausforderung, deinen Businessplan zu erstellen. In diesem Video bekommst du eine komprimierte Einführung in das Thema Businessplan. Die erste Frage lautet natürlich, was ist überhaupt ein Businessplan? Der Businessplan ist die detaillierte und strukturierte Beschreibung deiner Geschäftsidee. Und das führt uns gleich zu der zweiten Frage. Wofür brauche ich überhaupt einen Businessplan? Oft hört man den Satz, ich muss den Businessplan noch für mein Bankgespräch erstellen. Und grundsätzlich stimmt es auch. Ja? Geldgeber sind eine ganz wichtige Adressatengruppe für deinen Businessplan. Aber im Grunde erstellst du den Businessplan für dich selber. Zum einen, um deine Geschäftsidee zu ordnen, um diese systematisch auf Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu prüfen und um einen Fahrplan für deren Umsetzung zu haben. Das bringt uns zur dritten und wesentlichsten Frage. Was sollte ein Businessplan eigentlich beinhalten? Aus meiner Sicht sind das 9 Blöcke. Der erste Block ist die Executive Summary. Zuletzt geschrieben gehört diese komprimierte Zusammenfassung deines Businessplans ganz an den Anfang. Der zweite Block ist die Beschreibung der Geschäftsidee und der Zielgruppe. Also die Frage, was bietest du für wen an und was ist dabei dein Alleinstellungsmerkmal? Als drittes haben wir die Produkt- oder Dienstleistungsbeschreibung. Was genau ist dein Produkt? Wie lässt sich dein Produkt oder deine Dienstleistung inhaltlich oder auch technisch beschreiben? Als viertes der Standort. Wo möchtest du deine Dienstleistung oder dein Produkt anbieten? Das wiederum hängt ganz eng zusammen mit 5, dem Markt. Wie groß ist dieser Markt? Wie entwickelt sich dieser Markt? Und ganz wichtig, wer sind deine Wettbewerber? Als sechstes Marketing und Strategie, also die Frage, wie möchtest du dein Produkt oder deine Dienstleistung anbieten und was sind deine 4 P? Product, Price, Place und Promotion. An 7. Stelle haben wir die Unternehmensorganisation. Was zeichnet dich als Gründer aus und wie möchtest du dein Unternehmen personell, organisatorisch, aber auch rechtlich optimal aufstellen? 8. Der Finanzplan. Wie hoch ist dein Kapitalbedarf? Wie sieht deine Finanzierung aus? Wie planst du deine Liquidität? Wie werden sich deine Umsätze entwickeln? Und was prognostizierst du für deine Erträge und deine Rentabilitäten? Als 9. die SWOT-Analyse. Was sind die internen Stärken und Schwächen deiner Geschäftsidee? Und was sind die externen Chancen und Risiken, die den Erfolg deiner Geschäftsidee beeinflussen können? Zum Abschluss 3 Tipps für deinen Businessplan. A. Nimm dir Zeit. Diskutiere deine Geschäftsidee mit vertrauten und kompetenten Leuten aus deinem persönlichen Umfeld. Erstell ein Business Model Canvas und erst danach solltest du dich der Erstellung deines Businessplans widmen. B. Hol dir Hilfe bei der Erstellung deines Businessplans. Nutze freie Angebote von Gründerinitiativen oder den Industrie- und Handelskammern. Investiere in Unterstützung durch einen Unternehmens- oder Steuerberater oder profitiere von der Erfahrung eines Franchise-Systems. Hier sind wesentliche Inhalte schon erstellt und erprobt und werden dann auf deine individuelle Situation angepasst. Und C, lass den Businessplan nicht einfach in der Schublade verschwinden, sondern gleiche die tatsächliche Entwicklung deines Unternehmens regelmäßig mit deinem Businessplan ab. Wenn du jetzt sofort loslegen willst, haben wir für dich eine beispielhafte Struktur des Businessplans, aber auch Templates und Checklisten für deinen Finanzplan auf unserer Website zum Download hinterlegt. Ja, hier geht's weiter. In der nächsten Folge schauen wir uns das Thema Standort genauer an. Bleib dran, bis dahin, tschüss!